Und der vorerst letzte gemeldete Redner in dieser Debatte ist jetzt Josef Smoller von der ÖVP. Sehr geehrten Damen und Herren, in der Problemanalyse sind wir uns alle einig. Es gibt massive Engpässe im kassenärztlichen System. Patientinnen und Patienten, die monatelang auf einen Facharzttermin warten oder gegebenenfalls gar nicht angenommen werden. Es hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass die Entwicklung der Kassenstellen nicht mit der demografischen Entwicklung entsprechend mitgezogen hat. Dazu kommen höhere Leistungsansprüche, breitere Möglichkeiten der Medizin. All das summiert sich. Und dann gibt es auch noch zunehmende Schwierigkeit, kassenärztliche Stellen zu besetzen. Laut Rechnungshofbericht waren Ende 2019 gut 320 kassenärztliche Stellen in Österreich nicht besetzt. Denen gegenüber stehen aber mehr als 10.000 Wahlärztinnen und Wahlärzte. Und damit ist auch klar, um welche Relation es geht und wen man adressieren muss. Jetzt aus Sicht der Kasse ist es, wie schon vorher gesagt, so, die Wahlärztinnen und Wahlärzte stellen ihren Patientinnen und Patienten ein von ihnen selbst festgelegtes Honorar aus. Wenn dieses bei der Sozialversicherung einreichen, bekommen sie 80%, aber nicht dessen, was der Wahlarzt verrechnet hat, das ist viel mehr, sondern 80%, was die Kasse einem Kassenarzt gezahlt hätte. Und da kann man sagen, ja, hurra, da erspart sich die Kasse was. Und das ist ja auch die Intention des Antrags zu sagen, na, dann bitten wir die Sozialversicherung ordentlich zur Kasse. Sie soll den Wahlärzten oder deren Patienten die volle Höhe ersetzen. Dann wird sie sich wohl am Riemen reißen und mehr Kassenarztstellen schaffen. So funktioniert es aber nur auf den ersten Blick. Denn was bedeutet das? Welchen Grund soll dann noch jemand haben, kassenärztlich tätig zu sein? Wenn er den Vertrag zurücklegt, haben wir eine Mangelsituation. Er, sie wird Wahlärztin, Wahlarzt, kann freihändig die Honorare festlegen und die Allgemeinheit zahlt dafür. Zusätzlich haben sie keine Versorgungsverpflichtung und können sich aussuchen, welche medizinische Leistung sie erbringen und welche nicht. Ja, sogar, welche Patientinnen und Patienten sie annehmen und welche nicht. Das heißt, dieses Modell würde zu einer weiteren Ausdünnung des kassenärztlichen Bereichs führen und die verbleibenden Kassenärzte wären in noch stärkerer Überlastung und einer noch schwierigeren Situation. Man braucht ganz was anderes und da ist vieles schon am Weg. Man braucht eine weitere Attraktivierung, eine neuerliche Attraktivierung des kassenärztlichen Systems. Und dazu Leistungskatalog, der modernisiert ist, Honorarhinterlegung, die tatsächlich dem Aufwand entspricht. Aber es braucht auch sehr viel Flexibilität in den Verträgen. Vieles ist jetzt schon möglich. Ich sage Gruppenpraxen, Anstellung von Ärztinnen und Ärzten bei Ärztinnen und Ärzten, Primärversorgungseinheiten, Primärversorgungszentren und Netzwerke, aber auch zum Beispiel Teilzeitkassenverträge wäre durchaus für manche Regionen eine interessante Sache. Und jetzt ist der Punkt, der Bundesgesetzgeber, Regierung und wir als Parlament haben schon für viele dieser Flexibilisierungsmöglichkeiten den rechtlichen Rahmen geschaffen. Und es liegt jetzt tatsächlich dran, an der Selbstverwaltung der Sozialversicherungen, an den Gesundheitsfonds und an der Ärztekammer, diese Flexibilität, diesen Rahmen auch entsprechend zu nutzen. Was wir von Seiten der Bundespolitik dazu tun können, werden wir mit aller Kraft tun. Das wird der Gesundheitsminister tun. Und wo es noch rechtliche Änderungen für mehr Flexibilität braucht, werden wir uns auch dafür einsetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die niedergelassenen Kassenvertragsärztinnen und Ärzte sind das Rückgrat der Gesundheitsversorgung bei uns. Die stehen unter Druck und ich möchte an dieser Stelle ein großes und herzliches Danke für jede Kassenvertragsärztin, jeden Kassenvertragsarzt in Österreich sagen. Dankeschön. Applaus